Hi, und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil. Schöne Urlaubserinnerungen aus der Kindheit. Eine Kindheit doch was Tolles sein kann. Ja, ich erinnere mich jetzt noch an was mich. Also ich weiß nicht, wo es war. Ich weiß nicht, wann es war. Ich weiß. Oh, ich habe vorher voll vergessen, im ersten Teil das mit der Post zu erwähnen. Autsch. Ich habe gesagt, das erfahrt ihr im späteren Teil vom Video und hab's dann voll vergessen. Autsch. Ja gut, dann kommt es jetzt hier. Also ich war auf jeden Fall klein und ich war mit meinen Eltern, nee, ich glaube mit meinem Papa nur. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich bei meinem Papa an der Hand war und eine riesengroße Kugel Eis bekommen habe. Ich habe mein ganzes Leben nie wieder so eine große Kugel Eis gesehen. Ich vermute, die Eiskugel war eigentlich durchschnittlich groß, aber dadurch, dass ich ein Stepfke war, war die Eiskugel riesig. Glaubst du, dass das sein könnte, Mutter? Gut, dann sind wir uns ja einig. Oh, noch so eine Geschichte. Das weiß ich aber nicht, ob es ein Urlaub war, ein Kurzaufenthalt oder wie auch immer. Aber meine Mutter hat mal einen Gutschein bekommen für ein Essen. Zum Brunchen. Ich möchte betonen, Brunchen. Meine Mutter also weckt meinen Vater und mich früh am Morgen, schon glaub um 4 oder 5, zum Frühstück. Frühstücken. Sie meinte zu uns, wir gehen jetzt in ein wunderschönes Restaurant und frühstücken. Ja, Mama, ich habe es nicht vergessen. Nach all den Jahren nicht. Und so, Das war etwas komisch. als wir beim Schlossding waren, wo dein alter bekannter Koch war und du gesagt hast, wir gehen zum Frühstücken und wir dann abgewiesen wurden, weil es ein Brunch-Dinger war. Und dann auch noch an einem anderen Tag. Nur wochentags und wir am Wochenende da gestanden. Haben wir sehen ja wieder. Ja, nee, aber da war ich dann nicht mehr dabei. Das stimmt. Gemein. Ja gut, also die Geschichte weiter zu erzählen. Hat meine Mutter uns voll früh geweckt. Wir haben dann verzweifelt erstmal einen Parkplatz gesucht. Und dann hatten wir endlich einen Parkplatz. Und wie ihr jetzt schon aus unserem kurzen Gespräch entnehmen konntet, war es dann so, dass wir dann dort waren und wir dann gedacht haben, wir kriegen ein voll leckeres Frühstück. Mein Vater und ich sind dann schon so ein Stück zum Buffet, weil das sah wirklich köstlich aus. Also man kann sagen, was man will, es sah gut aus. Und dann ruft plötzlich meine Mutter uns zurück und meint so, und ich dachte mir in dem Moment so, ach nö, da stehst du früh am Morgen auf, hast du Hunger und dann musst du ein, dann wird das nichts. Und dann hat meine, dann sind wir wieder, weil das war auch noch so ein richtig blöder Weg, also wir haben den hinterletzten Parkplatz gefunden, also gefühlt so am anderen Ende der Welt. Und dann sind wir dann wieder zum Parkplatz gelaufen und hatten aber Hunger. Aber bis auf dieses olle Schlossrestaurant hatte kein anderes Restaurant schon auf. Und so sind wir dann irgendwie und verzweifelt, dass alles zu spät war, kurz vorm Eingang zum Park Dinger hat mein Vater dann einen riesengroßen Fliegenpilz entdeckt. Also so ein Häuschen in Form von einem Fliegenpilz. Und dort stand dann Essen. Und so sind mein Vater und ich auf diesen Fliegenpilz zugestürzt, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Und haben geguckt, was es da gab. Und da ich damals noch keine Vegetarierin war, gab es da dann so. Oh Gott, man darf das echt nicht sagen, weil es ist so ekelhaft eigentlich, wenn man sich's mal so überlegt. Aber da gab es dann so Hot Dogs. Also so Fertig-Hotdogs, nicht irgendwie so, der macht ein paar Würstchen und so. Nee, das war so eine Mikrowellengeschichte. Und also zum Glück gab es dann ein Mini-Öfchen und da hat er dann diese Hotdogs reingeschoben. Und so haben mein Vater und ich dann uns mit Hotdogs vollgestopft. Und dann sind wir noch auf die glorreiche Idee gekommen und ich sag's jetzt noch, ich betone es jetzt nochmal anders, auf die glorreiche Idee, dass man ja auch noch ein Softeis essen könnte. Weißt du jetzt, von welcher Geschichte ich es habe? Auf jeden Fall war es dann so,
so, dass wir dieses Soft-Eis gegessen haben und es war auch wirklich gut und es war lecker und alles. Und dann sind wir heimgefahren und irgendwann so um, ich glaube, wir waren dann so um 17, 18 Uhr daheim, als wir dann daheim waren, kurz vor Abendessen, hatten wir plötzlich so ein komisches Krummeln im Magen. Ein ganz komisches Krummeln im Magen. Ich dachte erst, ich hätte Hunger. Eigentlich, aber es war echt eine meiner schönsten Urlaubserinnerungen. Ja, und das Krummeln wurde dann stärker und stärker. Und um es jetzt kurz zu machen, das Softeis war nicht ganz frisch und mein Vater und ich haben uns eine üble Diarrhoe angefangen. Wir haben uns dann um die Toilette gestritten. Unser einziges Glück war, dass zu diesem Zeitpunkt die Mieter nicht da waren und so konnte einer. Nee, da haben Opa und Oma, glaube ich, sogar noch hier gewohnt, ne? Ja, dann waren da Opa und Oma waren noch und so haben wir uns nicht ganz so übel zoffen müssen, weil da konnte einer aufs Rot und einer aufs untere Klo. Reicht. Nach diesem Erlebnis, ganz barbarisch, im nächsten Urlaub, geht meine Mutter einfach eiskalt ohne mich zu diesem Restaurant nochmal und isst dieses wunderbare Mal. Und dann kommt sie noch heim und sagt, ach, das war so köstlich. Und das Einzige, was ich mir gedacht habe, war, hätte sie doch noch ein Soft-Eis nachgegessen. Ja, auf jeden Fall war das auch eines meiner schönsten Urlaubserinnerungen, weil es einfach so lustig war. Ne, war doch lustig. Ja, und dann eines Tages, ich weiß nicht, wo wir waren, wie wir waren oder wieso wir dort waren, aber wir sind dann irgendwann mal durch die Gegend gefahren und da haben wir dann, ich weiß, wie sind wir da eigentlich hingekommen zur Post? Also ich meine jetzt nicht zur Post im Sinne von Postbriefkasten, also. Wir sind da irgendwie durch die Gegend gebraust und ich glaube, das war sogar in der Nähe von Montafon. Im Prägenzer Wald. Wieso weißt du jetzt, wo es war? Ja, jetzt entscheid dich mal. Ja, das so heißt die Gegend. Ach so, okay. Auf jeden Fall waren wir dann im Prägenzer Wald. Weißt du, Geier, was wir da gewollt haben? Und dann war es so, dass dort, es war so am, ich glaube, Samstag oder Sonntag, also so. Oh, weiß ich doch nicht. Ich überlege gerade laut, nicht du. Du musst nicht on. Ich on hier. Also, es war auf jeden Fall an einem Tag, wo die Läden eigentlich zu hatten. Das weiß ich noch. Und ich weiß nicht, ob in Bregenz am Samstag oder am Sonntag die Läden zumachen. Wenn es alles noch nicht weiß, schreibt mir gerne in die Kommentare, dann weiß ich da auch wieder mehr. Und dann waren wir da irgendwie, sind wir da durch die Gegend gefahren und dann haben wir ein Restaurant gesucht. Irgendwie enden und beginnen viele unserer Geschichten damit, dass wir ein Restaurant gesucht haben. Man kann uns ja viel sagen, aber wir sind Gourmets. Wir essen nicht überall. Wir essen nur, wenn es köstlich ist. Und vor allem ich. Auf jeden Fall war es dann so. Oh, das war, wo dieses geile Gulasch war. Was denn? Es kommt mir gerade. Nee, es war ein anderer, ne? Ja, gut. Ignoriert das mit dem Gulasch, das kommt nachher noch. Einfach vergessen. Bis nachher. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir da dann rumgebraust sind und dann haben wir auch ein schönes Restaurant gefunden. Und gegenüber von dem Restaurant war ein Laden mit Spielzeug. Und da habe ich dann einen Plüschhund bekommen, Schrägstrich eine Plüschuhr. Weil meine Mutter gekauft hat, dann stehe ich früher auf wegen der Schule. Da war ich nämlich schon Schulkind. Hat aber auch nichts gebracht. Der Hund hat nur dreimal gebellt. Danach ist die Uhr komischerweise verschwunden. Ja. Aber dann gegenüber, also dann war, das war so eine dreieckige Geschichte, also Spielzeugladen, Restaurant und dann war da noch ein Hotel. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich will da mal rein, das sieht aus wie ein Restaurant.
Weil wir wussten noch nicht, dass es gegenüber das Restaurant ist, weil wir haben irgendwie irgendwo gelesen, dass es da ein Restaurant gibt. So war's. Wir haben dieses Restaurant gesucht, weil uns irgendjemand da hingelotst hat. Ja, so war's. So war es jetzt einfach. Kann sein, dass es anders war, aber ich sage jetzt, so war es. Weiß mir einer, dass es anders war. Ja, und dann war es so, dass wir dann in dieses wirklich wunderschöne Hotel rein sind. Das die Post hieß oder Post oder irgend sowas. Und Gott, das war so toll. Also ich meine, ich habe in meinem Leben viele Hotels gesehen oder viele Restaurants auch, aber egal. Viele Hotels gesehen, aber dieses Hotel war echt mega. Und da habe ich mir noch Prospekte mitgenommen und alles. Und dann haben wir gesagt, wir fahren da dann mal nächstes Jahr hin und machen dort Urlaub. Ja, dann ist mein Papa in ein Loch getappt und dann hat er sich irgendwie den Fuß verknackst und dann war es das in dem Jahr. Und das darauffolgende Jahr waren die Prospekte weg. Also, falls irgendjemand meiner Zuschauer weiß, welches Hotel ich meine, schreibt mir unbedingt rein, wie es heißt oder einen Link. Ey, ich würde echt noch mal gerne Urlaub machen. Das war nämlich echt mega schön und ich kann mich da noch gut dran erinnern, weil wir waren da im Winterhalbjahr und die haben gesagt, im Sommer sei das so perfekt und da gäb's Tennisplätze, Kinderbetreuung, selbst Tiere waren erlaubt, glaube ich. Also es war echt mega. Ja, jetzt kann ich euch noch schnell die Geschichte erzählen. Ich weiß, die andere Geschichte. Jetzt fangen wir noch mal eine neue Geschichte an. Also da waren mein Papa und ich und meine Mom auf dem Tagesausflug, das weiß ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise. Und da waren wir irgendwie auf Bergen. Wir waren in Österreich oder in der Schweiz oder in Timbuktu. Weißt du gar nicht, wo wir waren? Nee, wir waren, glaube ich, echt in Öziland. Weiß nicht, was die Worte waren, so viel in die Gold. Ja, genau, das ist es. Wollte ich wissen, in welchen Bergen wir waren. Es war nicht die Heidi-Alm, es war auch nicht irgendwie, weiß der Geier, wo wir da waren. Auf jeden Fall waren wir wandern. Ich war früher echt, ich bin mit meinen Eltern gewandert. Man glaubt es echt nicht, wenn man heutzutage denkt, dass der meistbenutzte Satz in meinem Wortschatz ist, nö. Dann würde man nicht glauben, wie viel ich früher gewandert bin. Und dann sind wir da eben gewandert und dann hatten wir irgendwann Hunger und auf dem Berg gab es kein Restaurant und dann sind wir wieder ins Dorf, in ein Dorf gegangen, in so ein ganz kleines Kapuff. Also es war wirklich so gefühlt vier Häuser und 10 Kuhställe und die Kuh hat dir praktisch beim Essen zugesehen. So gefühlt. Daran erinnere ich mich noch. Ich habe eine Kuh gestreichelt. Die hatte eine sehr, sehr nasse Nase. Ich habe auch meinen Fisch gestreichelt, aber das ist eine andere Geschichte. Irgendwie klingt, wieso muss ich immer so viel durcheinander bringen? Ja, auf jeden Fall sind wir dann da in dieses kleine Restaurant gegangen. Eigentlich war es eher ja, es hat wie so ein kleines Häuschen von einer netten Oma gewirkt, die dich einlädt zum Essen. Und dann hat mein Papa sich eine Gulaschsuppe bestellt. Und weil ich eben damals so das totale, mein Papa das will, dann will ich das auch haben, Kind war. Und auch so ein bisschen, wenn Papa Mama auch nur anguckt, dann kill ich den Mann, weil Mama gehört mir. Und wenn Mama Papa anguckt, dann soll sie sich mal was gefasst machen. Papa gehört nämlich auch mir. Also ich war da in meiner Mainz-Phase. Alles meins. Und dann haben wir dazu Brot bekommen und ich sag euch, ich bin zwar Vegetarier und ich würde jetzt heutzutage die Gulaschsuppe nicht, obwohl, wenn es diese Gulaschsuppe ist. Also auf jeden Fall, ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder eine bessere Gulaschsuppe gegessen. Ich hatte noch nie eine bessere gegessen und ich habe auch nie wieder danach eine bessere gegessen. Was vielleicht daran lag, dass ich dann 2 Jahre später Vegetarier geworden bin, aber das könnte auch nur ein Zufall sein. Aber auf jeden Fall, ich sage euch, das war die beste Suppe meines Lebens. Und auch das Essen von meiner Mutter, was auch immer sie damals hatte, ich weiß nicht mal mehr, was es war, war sowas von lecker. Und der Salat war super, der war so frisch. Manometer, war es da toll. Das haben wir richtig gut gespeist, ich sag's euch. Das sind so ein paar meiner schönsten Urlaubserinnerungen, die ich einfach mal mit euch teilen wollte. Und ja, Urlaub muss nicht immer so furchtbar sein wie der Bratensoßenurlaub.
Aber ich werde euch jetzt noch das allerschönste Urlaubserlebnis von allen Urlauben erzählen. Und ich erzähle es euch, weil es bei jedem Urlaub war. Und das ist etwas, was sich strikt wiederholt hat. Das Kofferpacken. Meine Eltern und das Kofferpacken. Ich kenne, glaube ich, kaum zwei Leute, die sich so zoffen können, bloß wegen der Frage, was packt man in den Koffer rein? Und ich habe das als Kind immer so genossen. Ich bin dann, das war so, ich habe mir dann immer gefühlt Popcorn geholt, bin hingesessen und habe meinen Eltern dabei zugeschaut, wie sie beim Kofferpacken streiken. Und ich muss zugeben, auch heutzutage finde ich es immer noch total witzig, wie kann man nur so viel streiken beim Kofferpacken? Aber alles in allem hatten wir eigentlich immer recht schöne Urlaube. Und für mich so das Schönste an jedem dieser Urlaube war, auch wenn es sich doof anhört, dass ich einfach Zeit mit meinem Papa verbringen konnte. Weil der war ja immer beim Arbeiten. Klar, er war abends daheim, aber da war ich ja dann meistens schon im Bett. Außer er hat mir eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt, dann war ich sicher nicht mehr im Bett. Das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich euch auch mal irgendwann. Aber ja, mein Vater hat immer so fantastische Gute-Nacht-Geschichten. Die hat er mir dann auch im Urlaub so erzählt. Das fahren bestimmt. Ach Manu, ich habe einfach gerade einen schönen Moment und erinnere mich an die gute Ich alte schalte dann wieder Zeit. ab. Ja, ist mir auch klar. Auf jeden Fall schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch so kennt. Was eure schönsten Urlaubserlebnisse seid oder wie auch immer. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Ich verbringe jetzt die Zeit, während ihr dieses Video guckt, habe ich wahrscheinlich gerade total die tollen neuen Urlaubserlebnisse geschaffen mit meinem Daddy. Und mit meiner Mom. Das klingt gerade so voll, als ob das blöde Anhängsel wäre. Aber meine Mama, ich habe sie jetzt auch gerade nur, ich habe nur gerade an Dad gedacht und dann habe ich noch gedacht, ach ja, da war ja auch noch Mom. Gut. Ich liebe sie sehr. Ich möchte es nur kurz nochmal anmerken. Gut. Egal, was ich jetzt sage, ich mache es nur schlimmer als besser. Also, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.